einzugehen, ja. Du kannst es machen. Ja, aber im 5 ist es ein großer Faktor, deinen Spieler, deinen Gegner auch mental zu brechen. Ja? Und da gehört es halt dazu, dass du unsafe Move machst, ja. Das sind dann die Moves, wo dann der Gegner sagt so, wer drückt sowas, ja. Mental Damage aber darf man nicht unterschätzen. Ja, nein, das ist, und es hat einen großen Stellenwert im 5, finde ich. Und es ist halt, wie Frank Buschmann immer gesagt hat, deutscher Kommentator, ich habe ihn immer gesehen auf DSF, Basketball, also NBA, wer trifft, hat recht. Und es ist einfach so, ja. Ist so. Es ist einfach so. So, jetzt haben wir Winzest Insta. Wen wir da jetzt spielen? Ich glaube, wir haben die Namen verkehrt gehabt im letzten Match. Ist super leid. Egal, jeder kennt die Leute. Oh. Ja, ja. Oh, jetzt kommt der Jurien. Jurien. Jetzt macht es 4 Charaktere. Der Dom, der spielt sie alle. Wir sind jetzt im Losers Final. Round 1. Auch noch mit langhaarigen Banana Slip. Banana Hammock. Weißt du, was ein Hammock ist? Ja. Erklär's mit Goldbogen. Okay, ein Hammock, kurz gesagt, ein Hammock ist ein Hängematte. Und Banana Hammock, ihr könnt's euch denken. Kann man jetzt schon wissen, ja. Knee Wrestle. Ja, Blocks. Parkboy 87, was redest du jetzt? Oh, der Pressure jetzt. Ich glaube, Insta kennt das Matchup noch nicht. Nein, nein, keiner kennt das Matchup. Uriel hat gute lange Normals. Ich meine, er kann nicht aus Crouching mit Kick confirmen. Zum Beispiel, aber sein Dash ist gut. Er ist schnell und hat viel Range. Und ich finde auch seine Feuerbälle, die sind so schnell. Ja, ja. Sie sind echt gut. Also sie sind halt schneller als Shoto Feuerbälle. Und sein Crouching mit Kick hat, glaube ich, die Range von einem Shoto Swing. So ungefähr, aber schneller. Ja, die sind echt lange Normals. Ja. Und das ist sein Crush Counter Move. EX Headbutt. Sein Reversal. Ja, ja, sein Reversal. Oh, jetzt kommen die. Let's go. Kombos. Wo ist der zweite Spiegel? Leider. Oh! Ah, aber hat er nicht viel Damage bekommen. Sie ist nicht da. Er muss leider arbeiten und so. Ich weiß nicht, was er macht, aber Real Life Sache. Oh, nice Crush Counter Sweep. Oh! Blocks. Kann er töten? Nein, fast. Er kann nicht. Oben? Oh! Hat lange Normals. Da kann das sogar fast mit Karin mitnehmen. Ihr wisst, was man sagt über Characters, die lange Normals haben. Round 1. Fight. Die 2. Oh, guter Jump, gleich am Anfang. Ja. Schon ist er in der Corner, aber da. Oh, schwacher Punish. Zu wenig Matchup-Erfahrung. Ich glaube auch. Okay. Oh, Shimmy geht immer im Gesprächercharakter. Ich weiß nicht, ob der Insta das immer droppt oder ob das legit ist. Gute Frage, muss man nachfragen. Weißt du, diese ganzen Jabs und so? Ja, nein. Er drückt einfach. Spiegel? Vorbei. Oh, gut. Wenigstens ist Uriel gestorben, als er den Spiegel draußen hat. Round 2. Gute Schulter. Nice. Ich weiß nicht, geht Schulter durch Feuerbälle? Ich bin mir gar nicht sicher. Die Ex schon. Oh. Oh, unsafe. Verzeihung. Nice Combo. Okay, okay. Insta mit der Live Hit, gute Live Hit, Ober. Kurz was machen runter, Ober. Warte, Meter, er baut keinen Meter, tötet er. Was, Meter? Er hat einen roten Ball. Ah ja, verzeihen Sie. Ich habe gerade gegeben. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde. Ich auch. Hattest du Dienst heute? Na, heute nicht, aber 5 Tage die Woche diese. Ja, das ist da. Ja, 5-mal früh aufschneiden. Round 1. Das Pflegerleib. Krankenschwesternleib. Und wieder der Jumping, genauso wie letzte Runde. Nice Erdbeer. Corner Pressure jetzt. Oh, Crush Hunter, noch immer nicht. Oh, aber Stun. Er ist bereit. Oh, da hat er gedroppt. Solche Drops. Let's go. Was für ein Setup? Mac. Frauen mögen dieses Spiel. Frauen mögen.
Kein Crush Counter Combo, noch immer nicht. Ich weiß nicht, ob das schnell genug ist. Nein, nein, oh ja, der Move ist minus 20 oder was. Ja, real talk. Oh, wie. Das da ist die Griff und da verliert Winzest noch. Der Mental Damage jetzt, wie man vorher gesagt hat. Whiff plus Wake Up Shoryuken. Ja. Die Frage ist, ist Winzest. Boah, der Scheiß geht durch Feuerbälle. Ich hasse Karin. Schöne Grüße an Tadik. Kennen? Deutsche Spiel. Koldok spielt viel mit Deutschen online. Ja. Gute Friend. Also, guter Guess, guter Read. Jeder Insta ist eigentlich bekannt für das. Mit dem muss man rechnen bei ihm. Aber bis jetzt hat er es noch gar nicht gemacht. Aber. Ja, ich hasse Karin. Street Fighter 5 Karin, nicht Karin. Chaiwanis. 1-1 im dritten Match. Ich kann das Karin-Matchup nicht. Keine Ahnung hier. Oh. Ja, die Deutschen sind besser in Textbook-Spielen, das stimmt, ja. Also im Endeffekt besser in Turnieren, weil im Turnierspiel gewinnst du mit Textbook. Du gewinnst nicht mit Herz. Der X-Kick. Oh! Die eher super. Macht guten Schaden. Das ist sehr guten Schaden. Oh, Crush Counter. Es ist noch nichts vorbei. Oh, was ist das? Karina hat super. Sie muss nur ein Standing Short into Super treffen und vorbei ist. Jetzt ist sowieso vorbei. Guter V-Reversal. Ein Solid Hit von Karin und es ist vorbei. Oh! Doch nicht. Vorne auch noch. Oh, beide Spiegel sind draußen. Klatsch. Er versucht sich jetzt Chip zu holen. Er schießt. Das ist gefährlich, wenn er Overhead geht, dann. Oh! Da war er. Er wollte unbedingt rein. Zu gierig. Zu gierig. Aber er kann nicht ewig Fullscreen stehen gegen Urien. This is the 33rd win for player 2. Round 1. Fight! Schon wieder dieser Jumping am Start der Runde. Und schon ist er in der Corner. Winzest führt 2-1. Wenn er das Match gewinnt, ist er in den Grand Finals. Spielt dort gegen Frat. Oh, gut Overhead. Overhead into Stun. Oh, da hat er gedroppt. War das Absicht oder wollte er nicht? Nein, er hat gedroppt. Wahrscheinlich. Ja. Oh, gut Overhead. Au. So weit hat, glaube ich, Winzest Ure noch nicht raus, was passiert, wenn. Ja, das war eine tricky Situation. Wenn der rote Faden in der Aegis-Kombo verloren geht. Ja. Nein, Textbook spielen ist super. Josh, es ist super. Ich finde, Textbook spielen ist insofern super, weil. Es bringt Wins einfach. Ja. Was ich aber finde, ich sage jetzt nicht, dass Ken ein Textbook-Character ist oder so, weil ich nur Ken spiele. Aber ich persönlich, ich mag es nach Gefühl zu spielen. Ich habe früher Basketball gespielt und ich habe immer nach Gefühl gespielt. Textbook ist dazugekommen. Entschuldigung für die Anekdote nebenbei. Aber es macht mir mehr Spaß. Weiß nicht. Zwei Drittel Herz, ein Drittel Textbook oder so. Ja. Spaß also ist das Wichtigste. Das vergessen die Leute. Ja, eben. Spaß ist das Wichtigste. Das ist, wenn du keinen Spaß an dem Spiel hast. Für was und, dann? Nein, du kannst auch noch so sehr das Spiel auswendig lernen. Ja. Und alle zerstören oder was. Ja. Aber. Wenn du das Spiel einfach nur lernst, ja, nur Textbook spielst, ohne dass es irgendwie von dir aus leidenschaftlich ist, ja, du siehst das im Spiel und du siehst, dass das Spiel selber keine Freude hat, sondern er spielt einfach nur und das finde ich halt schade. Na sicher macht es mehr Spaß, wenn du deinen Gegner outreadest. So. Es gibt ein Gefühl der Überlegenheit. Viewers von Insta. Und? Throw. Ein Hitblock. Oh, und vorbei. Block. Da war er zu online-mäßig drauf, glaube ich. Nein, das ist bei Insta. Nein, Insta hat schon gute Guesses. Ja, ja. Er hat schon gute Guesses, wann er das macht. Aber ich glaube, jetzt waren es die Nerven. Er war kurz vor dem Tod. Ja, ja. Ja, natürlich. Dieser Ellbogen. Es ist der Corner. Das ist nicht sehr. Ja, ja, wahrscheinlich Josh. Aber es ist halt jedem seine, weißt du. Es kann ja auch einen.
Ja. Dort kommt uns Drop. Noch oh, einmal. Noch einer. Aber war legit, jetzt war er in der Luft. Ich sag nur so, alles was ich mache, mache ich nach Gefühl. Solange es sich richtig für mich anfühlt und shit. Natürlich mit dem erforderten Background wissen. Oh, gut, Overhead. Das war viel zu gierig. Vincent gegen Disflash. Haben wir jetzt im Grand Final. Ich muss mich kurz entschuldigen. Ja, ja, mach nur. Okay, ich komme gleich. Ja, mit Cam muss man Filmdata wissen. Okay, gut, passt. Ja, aber danke, Parkboy. Schreit irgendwer im Frapp.